Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Jareni und ich habe ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Mein Selbstheilungsvideo, ich verlinke das nochmal unten, das ich mal vor so ein paar Monaten gepostet habe, hat ja irrsinnig viel positive Reaktionen hervorgerufen und auch ganz viele Fragen aufgeworfen. Also mich haben ganz viele Anfragen erreicht, ob ich noch Tipps hätte, wie das jetzt mit dieser Selbstheilung wirklich funktioniert, wie das mit der Energetik selbst noch funktioniert. Und da möchte ich heute einfach ein paar Tipps geben, wie du vielleicht leichter aus deinem Leidensdruck, aus deiner Unsicherheit aussteigen kannst, mit ganz simplen Methoden und Tools der medialen Energetik. Also starten wir gleich mal rein ins Geschehen. Aber bevor wir starten, möchte ich mich nochmal bedanken. Die Community wächst und es ist eine wirklich coole Community, wo ein reger Austausch entsteht. Also wenn du Fragen hast oder Wünsche zu einem Video hast, dann lass es mich einfach wissen und gerne bereite ich dann das Thema natürlich für dich auf. Gut, aber jetzt hauen wir uns gleich ins Geschehen, nämlich zu meinen Tipps, wie du deine Selbstheilung auch nochmal boosten kannst und wie du schnell Leidensdruck lösen kannst. Tipp Nummer 1, setze die Dinge in die Relation. Und in Bezug auf die Energetik heißt das jetzt einfach, setze alles in Bezug auf deine Unendlichkeit. Na, das ist jetzt ein Begriff, da wirst du dich jetzt fragen, ja, jetzt redet er von Unendlichkeit, was meint er denn? Die Idee von der Energetik und vom energetischen Arbeiten ist ja eigentlich nur, dass du ein unsterbliches, unveränderliches Inneres hast. Ja, ein Kern, wie eine Energiequelle. Ja. Und diese Energiequelle, diese Batterie, die geht ja nicht weg, nur weil dein Körper sich verändert, sondern diese Energiequelle bleibt ja gleich. Und deshalb solltest du deine Themen in Relation zu dieser Unendlichkeit setzen. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Na, wenn du dich gerade über einen Arbeitskollegen ärgerst, weil du dir denkst, so ein Depp, oder gerade in der Beziehung Stress hast, dann setz das alles ins Verhältnis zu deiner Unendlichkeit. Das heißt, setz mal diesen kleinen Streit ins Verhältnis zu deiner Unendlichkeit. Und du wirst merken, dann ist das eigentlich mehr Staub, der gehen kann. Und man braucht sich dann gar nicht mehr so sehr zu grämen oder so sehr einzuschränken, so sehr zu ärgern darüber. Ein Beispiel, wenn wir Beziehungen jetzt wirklich so sehen, dass wir sagen, wir bleiben unser Leben lang zusammen mit jemandem. Ich sage jetzt weder, dass das richtig noch falsch ist, aber überleg's doch nur mal. Du bleibst dein Leben lang mit jemandem zusammen, du gehst diese Partnerschaft ein. Dann kannst du jetzt sagen, okay, dieser eine Streit, dieser eine Konflikt, dieses eine, unter Anführungszeichen, Recht haben im Verhältnis zum unendlich Zusammensein mit jemandem. Und da wirst du merken, dass es sich da wahrscheinlich gar nicht auszahlt, wegen einer Kleinigkeit, da so diese Missharmonie länger halten zu wollen. Und dass du leichter in diese Unendlichkeit kommst, da habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Stell dir einfach deine Unendlichkeit als Farbe vor. Genau, das ist ein Analogiedenken, heißt das. Das kommt aus der Astrologie. Und du stellst also deine Unendlichkeit dir als Farbe vor. Ganz egal, das muss nicht immer dieselbe Farbe sein, einfach eine Farbe, die dir einfällt und du konzentrierst dich mal nur auf diese Farbe. Und dann wirst du merken, geht der Leidensdruck schon auf, es wird leichter, es verlagert sich. Und das geht körperlich, genauso wie mit psychischen Themen, das geht mit allen energetischen Geschichten sehr gut. Also so boostest du mal deine Selbstheilung, indem du es einfach in ein Verhältnis setzt. Also das wäre so mein erster Tipp zum Thema Selbstheilung. Zum Thema Verhältnismäßigkeit möchte ich noch was nachschicken. Und zwar, wenn du mal das Gefühl hast, dass sich die Welt nur um dich dreht, dass du der Nabel der Welt bist, dann schau dir mal so eine Doku an über die Größenverhältnisse im Weltall, über die Größenverhältnisse Erde zu anderen Planeten, wie schnell sich unser Planet eigentlich bewegt, und überleg dir das mal, und das wird dich dann, ich denke, wirklich demütiger machen lassen, was für Gewalten, was für Kräfte da am Wirken sind. Ja?
und da ist wirklich so dein Persönliches ganz, ganz klein. Ein cooler Film, der mit dem gearbeitet hat, das ist der Agora, hat der geheißen, mit Rachel Weisz, ein amerikanischer Film. Sehr, sehr tolle Geschichte. Und der hat das auch so inszeniert. Das heißt, immer wenn auf der Erde gestritten wurde, ist die Kamera rausgezoomt ins Weltall und dann wieder zurück zu diesem Konflikt und hat das alles in ein ganz anderes Verhältnis gesetzt. Also den Film kann ich euch wirklich empfehlen, da mal anschauen. Agora mit der Rachel Weisz. Ja, gut, zum Thema Verhältnis setzen. Was boostet denn die Selbstheilung noch? Ja, nicht recht haben wollen. Was heißt das jetzt wieder? Das ist eine Essenz und das ist so wichtig. Und wahrscheinlich habe ich schon 100 Mal erwähnt, aber ich erwähne es noch einmal. Hab nicht recht. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn du jetzt einen Glaubenssatz hast wie, heute ist es bewölkt, darum geht es mir schlecht. Heute regnet es, darum geht es mir schlecht. Und du erlaubst diesem Programm einfach Kontrolle über dein Wesen zu haben. Und dein Wesen ist meiner Meinung nach unendliche Kreativität, ewige Schöpferkraft, Unendlichkeit. Dann hast du natürlich recht mit diesem Programm. Und das ist ja der Wahnwitz. Das heißt, solche Sätze, einfach aufpassen. Ja? Wenn diese Person mich nicht liebt, ist mein Leben nichts mehr wert. Das sind so Irrgedanken. Und aus denen solltest du aussteigen. Und das ist auch noch einmal, da kommt wieder Tipp 1, die Verhältnismäßigkeit dazu, wäre eine Möglichkeit, das zu lösen. Das heißt einfach, ich stelle mir meine Unendlichkeit in einer Farbe vor und tauche mal diesen Satz in so eine Farbe rein und schau mal, ob dieses Programm sich dann löst. Und das wird meiner Erfahrung nach einfach leichter werden. Aber dieses Recht haben, das heißt dieses, ich habe dieses Programm und das habe ich zu Recht oder mit Recht, das ist ein ganz, ganz bedenklicher Punkt und da immer aufmerksam sein und aufpassen, dass du nicht in diese Falle tappst. Denn das ist aus meiner Erfahrung her ganz schwierig, auch wenn ich so Klienten habe, weil sich diese Sätze nicht lösen. Weil die sagen, ja, ich habe ja schon Recht. Also wenn sie Recht haben, naja, dann kann man nichts ändern, dann ändert sich auch nichts mehr. Das heißt auch nicht, dass sie Unrecht haben, sich getäuscht haben, also das andere Extrem, sondern es heißt einfach nur, dass man sagt, ich lasse mal locker, ich lasse mal los und dann können sich die Dinge auch viel leichter lösen. Also setz Dinge in Relation, Tipp 1, und lass Dinge los. Das sind meine zwei Tipps, ergänzend noch einmal zur Selbstheilung mit ein paar Praxisanleitungen. Und wenn dir diese Anleitungen helfen, wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Es ist richtig cool, wie der wächst, wie die Community wächst. Und ich finde das richtig, richtig super, dass man so viele Leute auch mit dieser Klitsche-Energetik und eigentlich diesem Unsichtbaren so erreichen kann. Also sei dabei, abonniere den Kanal. Teile das Video und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Dein Oliver Ereni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt aus dem wunderschönen Linz. Tschüss und bis nächstes Mal.